Bowser ist auf mich gesprungen? Hä? Er hat Bowser nicht mehr. Bowser stand da, war kein Schwanz. Da war kein Schwanz. Ich drücke B, auf einmal habe ich seinen Schwanz in der Hand. So, wir machen heute eine Challenge. Und zwar gibt es eine Modifikation von Kase. Bei dieser Modifikation geht es darum, dass man alle Bosse gleichzeitig bekämpft. Also wir starten ein neues Spiel. Jetzt sind wir in dieser komischen Arena und hier sind alle Bosse von Mario 64 auf einem Haufen. Und ich muss die alle besiegen. So, wir haben unter anderem King Boo. Wir haben dieses Auge. Genau, wir haben den Wiggler. Wir haben König Bob Omb. Wir haben Bowser. Wir haben Wump. Wir haben sogar diese Hände aus der Pyramide. Und ich muss es schaffen, alle zu besiegen. Die Sache ist, es muss fair bleiben, ne? Also ich werde erstmal die ganzen Bosse ansprechen, damit die mich überhaupt angreifen, weil es gibt ein paar Bosse, die greifen mich erst an, sobald ich sie angesprochen habe. Deswegen werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde alle Bosse ansprechen, damit mich alle gleichzeitig angreifen und dann versuchen, alle zu besiegen. Komm, vielleicht wird das First Try, Leute. Vielleicht wird das First Try. Vielleicht bin ich ja ultra krank. Oh, scheiße. Oh mein Gott, ich bin jetzt schon fast tot. Oh mein Gott. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Oder auch nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, um sich hier zu heilen, und zwar durch Bowser. Weil Bowser spuckt Feuer und manchmal ist in diesem Feuer, also sind in diesem Feuer Münzen drin. So, und wenn ich diese Münzen einsammle, habe ich mich geheilt. Das ist die einzige Möglichkeit, um mich zu heilen. So, was geht ab? Hier ist König Bob Omb. Den habe ich vergessen aufzuwecken. Aber jetzt sind alle aufgeweckt. Wir können anfangen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, okay, weg hier. Okay, Leute, es geht los. Mir geht es noch relativ gut. Oh, wow. Wow. Nein! Nein, 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 nein! Ach du Scheiße, das ist so fies. Nein! Oh, es tut so weh, Leute. Es ist so schwer. Es ist so schwer. Okay, Freunde, ich habe so ungefähr meine Strategie. Ich werde Folgendes tun. Erst alle Bosse aufwecken und dann mich erst um den Wiggler kümmern, weil der Wiggler geht mir am meisten auf die Nerven. Aber Bowser muss bis zum Schluss am Leben bleiben, weil er ist die einzige Person, der einzige Boss, der mich heilen kann. Also der muss die ganze Zeit am Leben bleiben. Den besiege ich zum Schluss. Oh, da kommt der Wiggler. Ja, der Wiggler ist wirklich am gefährlichsten beziehungsweise am schnellsten, deswegen muss ich ihn zuerst loswerden. Ich glaube, das war's. Der Wiggler ist tot. Ja, er ist tot. Okay, das ist gut. Das heißt, wir sind schon ein bisschen safer. So, und jetzt versuche ich was. Ja, oh mein Gott, hier könnt ihr mir gar nichts anhaben. Oh mein Gott, ich bin unbesiegbar. Was wollen die machen? Also natürlich muss ich trotzdem runter, um die zu bekämpfen. Aber das Gute ist, ich kann jetzt auch ein bisschen warten. Was, das Feuer geht... Was? Wie kommt das Feuer hier hoch? Oh, wow, 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 wow. Okay, das ergibt gar keinen Sinn. Das ergibt gar keinen Sinn. Er hat ein bisschen Feuer gespawnt, beziehungsweise ein paar Münzen gespawnt. Und ich werde verletzt. Es war so klar, es war so klar. Bitte stirb nicht. Nein! Die Sache ist, ich glaube, wenn wir vier Bosse besiegt haben, dann wird das super easy werden. Das ist es vielleicht... Das ist vielleicht... No, dieser... Das war eine Combo von denen. Was ist das für eine Combo? Der Wiggler ist tot. Das ist schon mal gut. Und ich werde irgendwo... Oh mein Gott, bitte nicht. Oh mein Gott, er hat mich... Nein! Junge, ich glaube, es gibt keine Mod, wo ich mich so gemobbt fühle, wie bei dieser. Hat das Auge auch irgendwie... Kann das Auge mal Auge machen? Dankeschön. Oh mein Gott, ich bin gleich wieder tot. Stirb, stirb. Sehr schön. Okay, ich glaube, er ist tot. Wir brauchen wieder Münzen, Leute. So viele Gegner sind das nicht mehr, aber ich habe trotzdem Angst. Okay, da werden jetzt wieder ein paar Münzen spawnen. Sehr schön. Nein! Nein! Bowser ist auf mich gesprungen? Hä? Wie? Ich mache erstmal die Hand. Die Hand geht mir mega auf die Nerven. Wo ist die andere Hand? Wo zur verfickten Hölle ist die andere Hand? Es ist auf einmal nur noch eine Hand da. Die andere Hand ist weg. Ich kann ihn nicht besiegen, Freunde. Glitch? Bruder, wo ist dein Homie? Ich glaube, die Hand ist irgendwie... Hat sich runter... Da ist sie! Da unten ist die andere Hand! Ich hätte das nicht mal schaffen können. Die hat sich nach unten gebuggt. No! Ich habe verkackt wegen einem Bug. Wegen einem scheiß Bug. Was macht ihr denn da unten, diese Hand? Es heißt doch Hände nach hoch. Ich glaube, die Augen sind dann gering... Ja, ich glaube, das Auge ist scheißegal. Das Auge ist wirklich scheißegal. Aber das Problem ist, dadurch, dass ich das jetzt gesagt habe, wird er aus irgendeinem Grund gefährlich. Das ist so unfair. Dieser Bowser war 30 Meter von mir entfernt und trifft mich irgendwie mit seiner Hitbox. Es macht absolut keinen Sinn. Er war dahinten. Ich bin auf Madeira. Bowser springt in Deutschland und trifft mich. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott, lass mich doch alle in Ruhe. Es ist so dumm. Ich raste aus, dieser scheiß Wiggler. Die Sache ist, ich bin 14 Jahre alt und meine Eltern fucken mich ab, nur weil ich eine Xanax nehme. Ich bin noch schon 14. Ja, okay, die eine Hand ist tot. Sehr gut, jetzt fehlt mir noch die andere. Die wird auf mich zurennen. Nein, du Hurensohn, das ist nicht dein Ernst. Ich raste aus. Ich habe genau gesehen, dass er wieder in die Lava gefallen ist. Diese scheiß Hände. Jetzt, wo ich endlich gewinne gegen diese Hände, meint die andere Hand, sich in der Lava verstecken zu müssen. Ich raste aus. Diese Dreckshände. Das ist doch nicht deren Ernst.
Was? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht. Er war hinter mir. Ich drücke B und auf einmal ist er vor mir und ich habe sein Schwanz gegrabt. Wie ist das passiert? Sehr schön. Oh, hier sind richtig viele Münzen. Let's go to the beach. Okay, da sind auch ganz viele Münzen. Let's go, Freunde, wir sind full heal. Und sind die Hände gebuggt? Nee, die Hände sind noch da. Sehr schön. Ich haue gegen dein Auge und es passiert nichts. Sind mein... Was? Was hat er jetzt gegrabt? Er hat Bowser gegrabt. Bowser stand ganz woanders, Alter. Da war kein Schwanz. Da war kein Schwanz. Es ist so dumm. Bowser ist in Deutschland. Ich drücke B, auf einmal habe ich seinen Schwanz in der Hand. Wieso? Ich habe dreimal gegen dieses Auge geschlagen. Und es ist nichts passiert. Also ich frage mich, wie die anderen dieses Händeproblem gelöst haben. Wisst ihr, wie die anderen das gemacht haben? Die hatten nicht diese Regel, dass man erstmal alle aufwecken muss und dann darf man erst alle bekämpfen, sondern die haben einen Fick drauf gegeben. Also das heißt, die haben einfach bekämpft und nach diese Gegner aufgeweckt. So, ich judge das nicht, aber ich persönlich will ja direkt den Hardmod machen. Ne? Ich will direkt so alle aufwecken und dann auch, dass mich alle gleichzeitig bekämpft. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, viele, die das hier gespielt haben, haben viele einfach nicht aufgeweckt und erst nach und nach. Los, macht euer Ding. Ich bin fast gestorben. Der hat mich dahin geschubst, der Bulli. Okay, komm. Ja! Er lebt noch. Ich habe die gar nicht so schwer in Erinnerung. Ja, die Hand ist tot. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, diese Dreckshand. Diese Dreckshand ist endlich tot. Das war's. Die Hand ist scheißegal. Okay, jetzt müssen wir nur noch überleben, liebe Freunde. Jetzt müssen wir nur noch überleben. Wir werden das schaffen. Ich sage es euch. So, jetzt den Wiggler aufwecken. Jetzt habe ich aber Angst, weil manchmal kommt diese komische Druckwelle von Bowser, die mich killt, aus irgendeinem Grund, obwohl er ganz weit weg ist. Aber dafür kann uns die Hand nicht mehr nerven. Und wir müssen keine Angst davor haben, dass sie irgendwie wegbackt. Weil die Hand ist besiegt. Die ist besiegt. Okay, spring noch einmal. Und König Wump ist besiegt. Sehr schön. Okay, ein Bulli ist besiegt. Weg mit ihm. So, Freunde, es sind noch zwei Gegner auf dem Feld. Und das war's. König Bob Omb ist tot. Das heißt, wir haben nur noch einen Feind vor uns. First try. We did it. Die Challenge ist geschafft. Wir haben alle Bosse auf einmal besiegt. War nebenbei der First Try. Ja. Wahrscheinlich. Und aber schön auf die Glocke drücken, Leute.